Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wertgeschätzt-Podcasts. Ich freue mich heute wieder, einen spannenden Gast bei meiner Seite zu haben, der uns ja bereits seit vielen Jahren begleitet und dessen Themenfeld im BI-Markt zurzeit brisanter ist als jemals zuvor. Stefano, schön, dass du heute da bist. Hi Michael, freut mich. Für alle Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal. Gerne. Ich bin Stefano, bin 35, komme aus Solingen und bin jetzt beruflich sesshaft in Neuss. Ich habe vor 2,5 Jahren mit einem sehr guten Freund von mir, dem René, die Excellence Consulting GmbH gegründet. Und wir sind eine Recruiting-Beratung in der IT-Welt zu Hause. Und spezialisiert haben wir uns dabei auf die zwei Nischen Softwareentwicklung auf der einen Seite und alles, was mit Daten zu tun hat, auf der anderen Seite. Also BI, Data Warehousing, Data Science, Analytics und ja, daher kennen wir uns ja auch. Und ja, wir unterstützen grundsätzlich erstmal verschiedene Arbeitgeber aus der Region bei der Suche nach Fachkräften in diesen Bereichen. Das heißt, klar, auf der einen Seite klassisch als Vermittler, auf der anderen Seite sorgen wir aber auch dafür, gewisse Kampagnen zu initiieren, um halt die Leute auch anzusprechen, die wir erreichen wollen, gemeinsam mit dem Kunden. Also geht auch so ein Stück weit im Bereich Social Content, Recruiting, Marketing. Das sind so unsere Schwerpunkte. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und klar, wir hatten ja auch unsere Berührungspunkte und du hast uns ja auch schon erfolgreich Personal vermittelt, sage ich mal. ich würde gerne mal so zwei Sichten betrachten. Also einmal ist es ja für alle wahrscheinlich sehr spannend, wie ist so die Arbeitgebersicht, vor allem auch aus deiner Expertenperspektive, aber auch von der Bewerbersicht. Also was ist für die Bewerber besonders wichtig und worauf muss geachtet werden? Und ja, da würde ich gerne mal mit dir einsteigen. Sollten wir aus dem Schema laufen, würde ich sagen, machen wir einfach mal zwei Folgen draus, aber gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und gerne. Steigen wir einfach mal ein. Ja, fangen wir mit Schlagwort an, Fachkräftemangel. Also gerade im BI-Umfeld merken wir es ja auch und sind ja auch händeringend auf der Suche. Das hatten wir jetzt ja auch schon öfters gesagt. Und was man so mitkriegt, ist der Markt ja tatsächlich gefühlt leergefegt. Was sind aus deiner Sicht denn zurzeit so die Herausforderungen, vor allem jetzt mal auf den BI-Markt bezogen oder Data Warehouse-Markt bezogen? Wo siehst du die größten Herausforderungen? Also ich würde sagen, so die Grundherausforderung betrifft erstmal jetzt nicht nur das BI-Segment. Das kann man sicherlich verallgemeinern, dass man sagen, okay, für bestimmte Berufsfelder gibt es einfach mehr Angebot als Nachfrage. Das heißt, die Leute, die gewisse Positionen ausführen können, gibt es nur eine Handvoll und dafür aber halt eben vielleicht 100 Positionen, die das Gleiche suchen. Ne? Das ist so die Lage. Wir haben einen Kandidatenmarkt. Das ist sicherlich nicht nur auf das BI-Thema zu reduzieren. Die Grundherausforderung ist aber, würde ich behaupten, ein gewisses Mindset, was heutzutage Unternehmen oder Arbeitgeber mitbringen müssen. Und zwar das Mindset, dass sich das Rollenverhältnis in einem Recruiting-Prozess schon verändert hat die letzten Jahre. Das heißt, die Frage ist eher, wer bewirbt sich eigentlich bei wem? Und vor 15 Jahren, ich bin jetzt seit 2014 quasi auf dem Markt unterwegs, auf dem Arbeitsmarkt, aber natürlich hat man mitbekommen, dass vor Jahren die Uhren anders getickt haben. Ne? Da hat man eine Stelle geschaltet, man hat einfach darauf gewartet, dass Bewerbungen reinkommen, auch sehr viele Qualifizierte dabei und nachher konnte man, weiß ich nicht, durch einen mehrstufigen Recruiting-Prozess, Bewerbungsprozess sich die Rosinen rauspicken. Das war damals, das war auch zu meinen Anfängen noch so zum Teil. Jetzt ist es eher andersrum. Ne? Das heißt, man hat vielleicht einen einzigen Interessenten für eine Stelle im Gespräch. Und der wiederum, wenn er denn etwas aktiver sucht, hat in der Regel aber auch nicht nur diesen einen Arbeitgeber als Option, sondern schaut sich vielleicht auch noch links und rechts was ab. Und das heißt, das Mindset, wer bewirbt sich eigentlich bei wem, ist so das Entscheidende. Ne? Also man muss dieses aus dem klassischen Rollendenken weg und auch selber mehr investieren, um jemanden für sich zu gewinnen. Das würde ich sagen, ist so die,
die Kernherausforderung, die sicherlich alle Bereiche betrifft, wo halt eben ein gewisser Mangel an Fachkräften da ist. Das Zweite ist natürlich aber auch, okay, wenn ich jetzt all dieses Mindset mitbringe, wie erreiche ich denn überhaupt meine Zielgruppe? Wie erreiche ich die Zielgruppe der, weiß ich nicht, Data Engineers? Was bewegt diese? Wie kann ich mit diesen in Kontakt treten und wie kann ich diese nachher auch von mir zu überzeugen? Ich glaube, diese zwei Themen, würde ich behaupten, sind so die Grundherausforderungen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Ja, gut, da war jetzt ja echt eine ganze Menge dabei. der Markt hat sich also geändert. Okay, verstehe ich. Also wir bewerben uns als Arbeitgeber, ich spreche es mal aus der Sicht des Arbeitgebers, also am Markt bei den Bewerbern. Gut, er weiß natürlich auch deutlich mehr von uns. Also ich meine, wenn man jetzt einen halbwegs aktuellen Social-Media-Auftritt hat, hat der Kandidat natürlich auch die Möglichkeit, sich gut zu informieren über das Unternehmen, weil es hat wahrscheinlich schon ein bisschen Einblicke bekommen, er weiß genau, was er macht. Was ist denn dann, wie muss denn ein Arbeitgeber aufgestellt sein aus deiner Sicht, damit er überhaupt die Chance hat, diesen Kandidaten zu überzeugen? Gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, wo du sagst, das ist in letzter Zeit immer entscheidend, das muss ein Arbeitgeber mitbringen? Oder ist das, kann man es nicht verallgemeinern? Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's. Ich würde sagen, man kann es nicht komplett verallgemeinern. Also es geht grundsätzlich erstmal darum, also erstmal diese Informationsthematik, die du angesprochen hast, würde ich auch vielleicht gar nicht so sehen. Also sicherlich hast du recht, dass man sich informieren kann. Die Frage ist, wie weit informiert sich jemand vorab, der zum Beispiel durch einen Recruiter angesprochen wurde? Ne? Also das heißt, gehen wir mal weg von der Thematik, dass sich die Leute aktiv bewerben. Also es gibt sicherlich immer noch Stellen, wo guter Rücklauf da ist. Aber was ich ja mitbekomme ist, dass wir ja aktiv auf die Kandidaten zugehen müssen und natürlich genauso interne Recruiter aktiv in Ansprache über die sozialen Netzwerke Xing, LinkedIn auf BIler zugehen zum Beispiel. Und die Frage ist ja, der Kandidat weiß am Anfang vielleicht gar nicht, um was es geht. Klar hast du recht, auf der einen Seite können wir gleich drüber sprechen, der ganze Auftritt, der dahinter steckt, was der Arbeitgeber mitbringen muss. Aber generell muss man auch wieder weg von dieser Thematik gehen, der Kandidat weiß schon alles. Sicherlich hast du vollkommen recht, dass man sich schon so aufstellen sollte, dass man sehr viel investieren sollte in die Arbeitgebermarke. Ich glaube, da kommt man heute nicht mehr drum rum. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit auf der anderen Seite mit so dem klassischen Produktvertrieb. Ne? Also wenn ihr als Bimano ja eure Software habt, dann tut ihr auch eine Menge dafür, dass der Mehrwert eurer Software ja anderen Leuten zur Verfügung steht. Und das Gleiche sollte man natürlich im Recruiting auch genauso betrachten. Dort hat man nicht den Kunden, dort hat man aber den potenziellen Kandidaten, die potenzielle Kandidatin, die man ja irgendwie ansprechen möchte, in der Hoffnung, dass wir bieten im Prinzip jetzt kein Produkt, sondern eine Aufgabe und hoffen, dass der Gegenüber, wenn er denn passt, auch fachlich natürlich, diese Aufgabe auch erfüllen möchte. Und dieses Denken sollte man auch in diesen Arbeitgeber-Markenaufbau stecken. Also Thema Employer Branding kommt man nicht drum rum und das impliziert natürlich auch ganz viel Marketingarbeit, Content. Ne? Also Schlagwort ist so Content Recruiting, wurde in den letzten Jahren immer wieder verwendet. Das heißt, man muss indirekt auch Mehrwerte vermitteln, warum man denn bei einem arbeiten sollte und nicht davon ausgehen, dass der andere schon alles weiß. Klar, man kann sich ein Video anschauen, man kann sich eine Karriereseite anschauen, aber jede Zielgruppe tickt auch anders. Ein BIler möchte vielleicht andere Dinge wissen vorab als ein, Marketing-Experte. Ne? Und da geht es zu schauen, was möchte die Zielgruppe und wie können wir das halt durch Content transportieren. Gibt es denn, also du hast ja gesagt, ich sag's mal plagativ, ihr greift sie vorher schon ab, bevor sie überhaupt den Wunsch haben, sich irgendwo zu bewerben. Das heißt, über euch kommen sie, also ihr sagt ihnen ja quasi, komm, wir haben hier ein interessantes Angebot, also eine interessante Stelle für dich. Gibt es denn dann irgendwelche Fragen, die sich immer wiederholen? Also ich meine, irgendwie möchte ja wahrscheinlich der Kandidat schon ein bisschen was über das Unternehmen wissen oder sind eigentlich die normalen Rahmenbedingungen, also klar, das klassische Gehalt, Homeoffice wahrscheinlich und. Ist das alles oder gibt es schon so Fragen, wo er sagt, da möchte ich gerne was wissen, um überhaupt entscheiden zu können, ob ein Gespräch interessant ist? Ja, also ich würde ganz klar sagen, klar, die ganzen generellen Rahmenbedingungen sind wichtig. Also ich führe ganz oft Monologe am Anfang. Man muss schon wirklich sehr viel erzählen und das ist auch dann eben wichtig, dass man auch sehr viel weiß. Das betrifft jetzt nicht nur mich, auch interne Recruiter natürlich. Das heißt, was mir oft zu hören kommt, großes technologisches Interesse natürlich. Also man möchte jetzt nicht nur erfahren, welche Tools irgendwie eingesetzt werden, man möchte natürlich auch wissen, wie so die gesamte Landschaft funktioniert, welche Prozesse schon implementiert sind. Also das geht schon auch technisch etwas tiefer,
auch da möchte ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, ne? Also jeder hat da unterschiedliche Interessen, aber grundsätzlich es geht um sehr viel Storytelling, um eigentlich alle Belange als technologisch als auch unternehmenskulturell, ne? Und dann einfach zu gucken, ey, passt das zu dem, was mich interessiert, ne? Und wie gesagt, das betrifft nicht nur mich, sondern sicherlich auch alle internen Recruiter, die in direkte Ansprache gehen. Wenn da niemand vor sich direkt beworben hat, dann wird er nicht viel wissen. Ne? Das ist, und da ist die Kunst, darauf einzugehen und idealerweise auch viel Information zu geben. Ich glaube, deswegen ist es auch gar nicht verkehrt, wenn Recruiter eng mit Fachbereichen zusammenarbeiten und auch da technisch auch tiefer eingebunden werden. Weil ich merke ja auch selbst, dadurch, dass wir nur in diesen Nischen unterwegs sind, dass wir einfach auch auf Augenhöhe sprechen können, auch technologisch. Und das ist ja auch so der Mehrwert, den wir nachher bieten können, genauso wie nachher ein Recruiter vielleicht einen Mehrwert bieten kann, dem er schon auch technologisch sehr viel erzählen kann, wo der Kandidat sagt oder die Kandidatin sagt, Mensch, das interessiert mich, das ist das, was ich möchte. Und so das Interesse halt zu wecken. Okay, jetzt hast du ja nochmal am Anfang gesagt, der Start ist meistens ein großer Monolog deinerseits. Jetzt würde mich da natürlich interessieren, wie ist denn überhaupt deine Vorgehensweise oder eure Vorgehensweise? Wie sucht ihr denn überhaupt neue Kandidaten oder geeignete Kandidaten? Also eher grundsätzlich, also es gibt zwei große Plattformen, die jeder kennt, ne, wo wir uns irgendwie alle rumtummeln, Xing, LinkedIn. Das ist natürlich der Main-Kanal, auf den wir aktiv in Ansprache gehen. Und da ist es, wir machen sehr individuell. Also wir hauen keine Massenmails raus. Die sind ja auch nervig, ne? Kriegt sie nicht, ne? Also das ist ja echt ein Problem. Ich habe von einem Kandidaten mal gehört, der bekommt täglich 8 bis 10 Nachrichten auf Xing und LinkedIn. Und da ist ganz viel dabei. Das heißt, die Kunst ist auch, sich davon ein bisschen abzuheben. Ne? Also wir gehen da sehr in die individuelle Ansprache und dann natürlich auch in Abhängigkeit vom Kunden und was er möchte, haben wir auch diverse Kampagnen. Man muss kreativ sein heutzutage, wie ich finde. Also wir haben zum Beispiel mit einem großen Konzern, der vom Namen her auch sehr bekannt ist, eine No-Branding-Video-Kampagne initiiert, jetzt vor kurzem sogar. Das heißt, wir haben, muss man sagen, war jetzt nicht für einen Data-Engineer, sondern für einen Software-Entwickler. Wir haben einfach mal, wir waren dort vor Ort, haben ein Video gedreht, vor Ort mit Kollegen, die eine Art Interview geführt haben und einfach mal durch so einen Entwicklertag geführt haben, die auch mal gezeigt haben, wie agil arbeiten wir eigentlich, weil das war so der Schwerpunkt, auf den wir fokussieren wollten und sind jetzt mit diesem Video auf einer Landingpage in die Direktansprache gegangen. Das heißt, wir haben jetzt in unsere Nachrichten verpackt, diese Landingpage mit eingebunden und man merkt, das ist tatsächlich etwas, was sehr gut ankam, also wir haben eine super Resonanz dadurch und das heißt, diese kreative Gedanke, wir müssen uns ausprobieren, wie wir diese Leute erreichen. Natürlich kann man noch viel mehr machen, ne? Man sollte auch darüber nachdenken, auch andere Social Media Kanäle mit Content, mit Content-Kampagnen anzugehen, auch das ist möglich, aber das ist bei uns sehr individuell, je nach Kunde natürlich, aber grundsätzlich, man kommt um die Direktansprache, glaube ich, in gewissen Bereichen, gerade auch im BI-Bereich, nicht mehr drumherum. Ja, okay. Ja gut, Content, klar, da gibt es natürlich die beiden großen Plattformen, die du genannt hast, aber ja, ich meine, wir diskutieren intern ja auch immer mal wieder, muss man jetzt auf TikTok präsent sein, muss man mehr bei Insta vielleicht machen, mehr Einblicke geben in das Persönliche, in das Teamumfeld, ist das Team überhaupt noch relevant, das sind also Sachen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen, also intern überhaupt, um da zu wissen, wie kann man denn jemanden von sich überzeugen, beziehungsweise die Bedürfnisse decken, sage ich jetzt mal. Ist es denn aus deiner Sicht so den Kandidaten auch bewusst, in was für einem, sag ich mal, komfortablen Marktumfeld und in welcher komfortablen Position sie sich bewegen? Jetzt also Sprichwort auf Augenhöhe mit dem Kandidaten. Merkt man das oder ist das eigentlich jetzt nur aus unserer Sicht als Arbeitgeber so und die Personen selber sehen das gar nicht so? Doch, also ich okay. auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der weiß, was er kann, kennt seinen Marktwert. Und das meine ich jetzt nicht monetär, sondern ich glaube, dem ist sich bewusst, alleine auch durch die Nachrichtenflut, die er ja täglich erhält, dass er nachgefragt ist. Und natürlich macht sich das auch ein Stück weit bemerkbar. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wie viele Leute sind wirklich aktiv auf der Suche und wie viele sind wirklich latent auf der Suche. Ne? Also die sind, ich hab einen Job, ich bin grundsätzlich zufrieden. Aber es gibt vielleicht ein paar Punkte, wenn die da wären, dann bin ich darüber bereit, auch nachzudenken, zu wechseln. Und das ist ja das Machtvakuum hat sich in diese Richtung verändert, dass die Kandidaten halt das auch wissen. Dass man muss nicht direkt wechseln, man muss nicht von heute auf morgen was Neues anfangen, wenn nicht das Richtige dabei ist und da gehören halt viele Sachen dazu. Und ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, viele Unternehmen haben es halt noch nicht gesehen. Also schon, aber damit umzugehen, ist, glaube ich, die Herausforderung, die Schwierigkeit.
was ich ganz oft mitbekomme. Ja, also muss ich auch persönlich sagen, ist es tatsächlich auch, weil Forderungen sind ja zum Teil, klar, einmal monetär ist es ja eine Sache, aber auch die anderen Rahmenbedingungen, da sind die Ansprüche ja teilweise echt hoch, mit einer verhältnismäßig, je nach Kandidat natürlich, geringen Berufserfahrung, ne? Also kurz nach dem Studium zum Beispiel und. Eine Station vielleicht mal dazwischen gehabt, ein Jahr, dann wieder weg. Also gefühlt ist die Wechselbereitschaft auch gestiegen. Ist das jetzt eher so eine persönliche Wahrnehmung oder kannst du das bestätigen so am Markt? Also dass die Frequenz viel, viel höher ist als bewusst. Ja. Ich meine, das kann man ja schon aus meiner Brille ganz dadurch sehen, dass ich, wenn man sich die ganzen Lebensläufe anschaut, mit denen man so zu tun hat in einem Jahr, ich sag mal, im Schnitt ist jemand, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Jahre bei einem Unternehmen. Also, und dann ist das auch schon gut. Also gibt sicherlich auch nochmal Ausreißer, ich will hier nichts pauschalisieren. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob das vor ein paar Tagen eine Studie gesehen oder zumindest Ergebnis einer Studie, die gesagt hat, dass nur 17% der Arbeitnehmer sich emotional zu einem Unternehmen gebunden fühlen. Und das zeigt ja auch schon eine Menge, dass man ist halt nicht verheiratet. Ne? Man hat einen Job, man ist vielleicht auch gewisserweise zufrieden, aber man hat trotzdem offenes Ohr links und rechts. Und wie gesagt, dann muss nur einer kommen mit vielleicht dem Interessanten und dann ist man auch schon gesprächsbereit. Ich merke das ja auch. Also die wenigsten haben den Wunsch, morgen gehen zu wollen, aber sind trotzdem gesprächsbereit und hören sich auch viele Dinge an. Das ist schon interessant, ja. Ja klar, keine Chance verstreichen lassen. Ne? Vielleicht ist ja der Glücksgriff dann dabei. Ja, aber das ist kein Gefühl von dir. Das ist tatsächlich so, ja. Das ist die Bindung hat sich, glaube ich, geändert. Aber das liegt auch, wie gesagt, am Angebot. Ne? Man hat halt so viel plus technologischer Fortschritt, gerade auch in der BI- oder Data-Welt. Ne? Jetzt geht alles Richtung Cloud. Vor ein paar Jahren war es ja eher noch so, erstmal überhaupt ein klassisches DWH da aufzubauen. Und jetzt kommen schon die nächsten Themen vor der Tür. Und die Leute oder auch gerade die jüngere Generation, die wollen natürlich auch genau in diese neuen Themen rein. Oder jemand, der stehen bleibt, sagt, ich habe mein Zenit erreicht, möchte vielleicht auch was Neues kennenlernen. Und das kann der Arbeitgeber vielleicht nicht bieten. Und es gibt halt die Option. Ne? Man hat halt mehr Möglichkeiten. Ne? Gut, setzt natürlich die Unternehmen insofern unter Druck, dass es schon wichtig ist, einfach, nah am Markt zu sein. Ne? Das heißt, wirklich technologisch einmal am Markt zu sein, um jetzt zum Beispiel die Engineers abzuholen, aber natürlich auch dann jetzt ja immer einen gewissen Wechsel und Prozess zu haben, dass es immer aktuelle Themen gibt. Ne? Häufig ist es ja so, man kennt das ja auch noch so, Data Warehouse angelegt, keine Ahnung, 2005, seitdem läuft es und es geht um die Betreuung. Ja. Ich meine, das sind ja auch klassische Projekte und damit hat man es wahrscheinlich dann schwer, ne? Ja, klar, das ist natürlich nicht nur der technologische Stand, natürlich gehört mehr dazu, ne? Also Technologie ist ein Punkt, aber man muss auch vor allem drumherum ganz viel tun und ich sag mal, die klassischen Benefits, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, das ist ja schon fast vorausgesetzt von vielen Leuten, weil sie es kennen. Dann geht es eher darum, okay, ist jetzt nicht der Kickertisch oder der Obstkorb, der dabei ist, sondern eher darum, wie ist so der weiß nicht, dass die Wertschätzung, wie viel kann ich mich mit einbringen, wenn ich das denn möchte, das sind, glaube ich, so Themen, um halt so eine Bindung aufzubauen, wobei ich das, glaube ich, heutzutage echt sehr schwer finde. Also so eine hundertprozentige Garantie gibt es nie. Man guckt ja in diesen ein, zwei Gesprächen, die man am Anfang führt, um jemanden einzustellen. Beide gucken sich nur vom Kopf, ne? Und schlauer ist man erst hinterher, ne? Und das ist, ja, die Kunst ist es, da diesen schmalen Grat zu bewahren, ne? Ja, na gut, natürlich dann auch bei diesen Kurzzugehörigkeiten oder verhältnismäßig kurzen Zugehörigkeiten, sage ich jetzt mal, dann ist natürlich das Onboarding auch entscheidend. Also ich kenne das ja auch noch, dann hat man, was weiß ich, das erste halbe Jahr eine Schonfrist quasi in der Probezeit, da hat sich noch jemand dazugesetzt. Das heißt, die Herausforderungen an das Onboarding haben sich natürlich auch stark geändert. Man muss natürlich viel schneller sein, die Leute müssen dann viel schneller in die Umsetzung kommen, viel schneller eingebunden werden. Das ist ja auch noch eine Herausforderung. Ja, absolut. Ich würde jetzt sagen, Onboarding ist sicherlich nicht der entscheidendste Faktor, um jemanden langfristig zu halten. Aber natürlich sollte man, wenn man vorher schon gewisse Werte in einem Recruiting-Bewerbungsprozess irgendwie nahegelegt hat, das auch weiter leben. Ne? Also man hat ja den Eindruck gewonnen, man hat sich bewusst für etwas entschieden und dass man dann natürlich irgendwie gut ankommt. Es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, auch größere Unternehmen, die diese People-Manager einstellen, die sich extra um die Belange der Mitarbeiter kümmern und dementsprechend auch so einen guten Onboarding-Prozess initiieren. Aber ich glaube, das ist eher das Mindset auch der Kollegen, die dann den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin empfangen. Dass da jemand irgendwie auch sich wohlfühlt und auch das Gefühl bei Unterschrift, was er bei Unterschrift hatte, dass das auch weiterhin anhält. Ich glaube, das ist das Wichtigere als der Prozess an sich. Ne? Und
ich bin jetzt kein Onboarding-Experte im Sinne von, was muss man genau tun, damit das Onboarding perfekt funktioniert. Da bin ich ja meistens schon aus dem Prozess raus, persönlich. Aber ne, am Ende ist es wichtig, dass man jetzt nicht nach 6 Monaten erkennt, gut, ist doch nicht meins. Gibt's immer, ne, klar. Aber am Ende des Tages geht's ja auch darum, dass ja jemand einfach das Gefühl, was er bei Vertragsunterschrift hatte, auch weiterhin mitnehmen kann und da hoffentlich die richtige Wahl für sich, für beide Parteien natürlich getroffen ist. Klar, es muss natürlich mal beidseitig passen. Nee, mit dem Onboarding war ich auch eher auf dem Schluss, dass man als Arbeitgeber jetzt natürlich sehen muss, dass es nicht so viele Ressourcen von anderen dann, also quasi, wir haben ja auch Schulungsplattformen, Schulungsportale, wo der Mitarbeiter dann zum Teil eigenständig quasi in die Themen rangeführt werden, das neue Produkt und, plus dann natürlich noch gewisse Werte, die vermittelt werden, um sich dann wieder mit den Kollegen zusammenzusetzen. Aber dass es nicht immer so eine 1-zu-1-Betreuung ist von einem älteren Kollegen mit einem mit einem neuen Kandidaten, der angestellt wurde, oder neuen Mitarbeiter, der angestellt wurde, weil das, wenn ich dann die Ressourcen bin, wenn nach 2 Jahren wieder weg ist, dann den nächsten hast, das ist natürlich vor allem jetzt für ein kleines Unternehmen wie uns, die natürlich noch wachsen wollen, extrem schwierig. Klar, absolut. Aber ein Punkt, da würde ich mich deine Meinung interessieren, oder ob du eine Meinung dazu hast. Du hast gesagt, das Gefüge ist wichtig. Das heißt, dass das Gefühl, was man am Anfang hatte, weitervermittelt wird, dass man von den Kollegen gut aufgenommen wird, wertgeschätzt wird. Glaubst du, diese ganze Debatte, die wir jetzt seit 2 Jahren haben mit Homeoffice, ja, nein, welche Höhe, ist das förderlich, nicht förderlich, oder eigentlich spielt das gar keine Rolle aus deiner Sicht? Weil man muss ja als, also klar, man hat eine Videokonferenz, ist ja auch alles immer gut, aber wenn man jetzt zum Team gehören will, klappt das so über Homeoffice oder nicht? Deine Meinung? Also, ja, also ich kann ja auch aus Sicht meiner Kunden sprechen. Also da kriegt man das ja mit. Und die meisten haben ja Homeoffice. Also ich sag mal, eigentlich haben alle irgendwie in irgendeiner Form Homeoffice etabliert, weil ich glaube, das ist das Einzige, was man sagen kann, was Corona zugute hatte auf der Arbeitswelt, ist, dass man halt gemerkt hat, dass es funktionieren kann. Ne? Und, definitiv. Also ich glaube, ich kenne gerade im BI, DWH, in der DWH-Welt, wenn ich dort Menschen kennenlerne, die wenigsten sind tatsächlich der Meinung, dass sie sagen, ich brauche voll Remote. Also man möchte ja trotzdem noch gerne mal einen Tag ins Office oder auch mal 2 Tage ins Office, um auch halt eben ja, zum einen zur Arbeit zu fahren, so eine Trennung zu haben und nicht nur in seinen 4 Wänden zu hocken. Auf der anderen Seite aber auch, wie gesagt, Teil von etwas zu sein. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber auch da muss man auch schauen. Es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, okay, wir sind in einer Region unterwegs, also regional gesehen, wo wir einfach die Leute, die wir brauchen, nicht haben, die das tatsächlich gesagt haben, okay, für gewisse Positionen haben wir halt auch voll remote. Dann ist die Frage, will der Gegenüber das? Wenn jemand sagt, es gibt auch Leute, die sagen, ich bin voll, ich habe einfach Lust, nur zu Hause zu arbeiten, ich muss nicht ins Büro, ich habe mich hier toll eingerichtet, für die ist das natürlich super. Klar, ich glaube, das ist nochmal eine andere Schwierigkeit, da diesen Teamgedanken zu haben. Gerade bei kleinen Unternehmen vor allem. Ich glaube, da ist es schon auch nicht verkehrt. Wir sind ja auch gerade nicht riesig. Wir haben auch komplett Homeoffice, Flexibilität und sagen trotzdem, dass uns irgendwie schon irgendwie 1-2 die Woche irgendwie sehen. Aber mal einen Kaffee zu trinken, Mittagessen zu gehen zusammen und nicht nur irgendwie über Teams zu sprechen. Und ich glaube schon, dass es schon in irgendeiner Form förderlich ist. Es ist nicht immer machbar. Also gerade auch andersrum, es gibt auch Unternehmen, die können kein Homeoffice anbieten, weil sie irgendwelche Regularien haben, irgendwelche Konzerne, gibt es tatsächlich. Die haben es auch sehr schwer. Auf der anderen Seite gibt es auch wiederum Unternehmen, die auch regional sich ausweiten müssen, um die Leute zu finden, die sie brauchen. Und dann muss man halt diesen schmalen Grat finden. Ne? Aber ja. Nee, das stimmt, klar, regional gesehen hast du manchmal keine andere Möglichkeit. Ja, ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich ab und zu auch nochmal sieht. Klar, also man muss flexibel sein, man muss es immer flexibel handhaben, das steht überall, aber grundsätzlich ab und zu sich mal sehen, weil sonst, auf der anderen Sicht gesprochen, macht man es dir natürlich auch einfach. Wenn man nur eine Nummer ist und kein Teamgefüge hat, dann ist natürlich so eine Ansprache noch verlockender, um wieder zu wechseln. Ne? Das stimmt. Wobei ich auch abschließend, dass man dazu noch sagen kann, die meiste Wechselmotivation ist in irgendeiner Form trotzdem eine persönliche Weiterentwicklung. Also meistens technologisch, wie gesagt, aber es gibt ja noch andere Faktoren. Klar, Geld spielt immer eine Rolle, dass die Aufgabe, das technologische Umfeld und natürlich auch die Kollegen. Und jeder hat gewisse Präferenzen. Wenn das eine stimmt, die anderen beiden nicht, dann ist es meistens gegeben, dass die Leute gehen. Andere sagen, mir ist dieser eine Punkt sehr wichtig, der ist da, deswegen bleibe ich hier. Das ist jetzt nicht nur allein am Homeoffice-Anteil, glaube ich, zu messen. Aber ja, grundsätzlich alles ein sehr komplexes Konstrukt. Ja, das ist es definitiv. Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen auch über den Bewerber gesprochen, also generell und auch aus dem BI-Umfeld und die Technologien ändern sich ja. Du hast das ja gerade eben schon mal angesprochen, generell auch, dass es jetzt viel mehr in die Cloud geht
und so weiter. Wie glaubst du denn, müssten sich denn jetzt BI-Kandidaten überhaupt aufstellen? Also es ist ja breit. Ich muss ja dann kurz, also klar, es gibt die Azure, es gibt AWS, von mir gibt es noch Google und ich habe noch ein bisschen eine hybride Welt mit On-Premise und muss das alles noch verheiraten. Kann ich mich denn wirklich als Kandidat so breit aufstellen oder würdest du empfehlen, eigentlich eher vielleicht spezialisierter auf gewisse Bereiche, also auf wenige Kernpunkte? Auch da würde ich jetzt keine pauschale Antwort geben können, weil es natürlich auch, egal ob wir jetzt über Cloud oder On-Prem sprechen, zig Technologien gibt und jedes Unternehmen natürlich unterschiedliche Art von Technologie in Kombination noch anbietet. Ne? Also der eine hat einen Oracle DWH und ein Tableau oben drauf, der andere hat noch on top eine Azure Cloud hinten dran, was auch immer. Ne? Also, und da ist ja die Frage, was bringt man schon mit und wo will man hin? Es gibt Leute, die sagen, ich bin in der klassischen DWH-Welt unterwegs, ich möchte von Data Automation und Cloud nichts wissen, ja, die da happy sind, die sagen, ich möchte weiter in meinem Oracle-Stack bleiben und dann dementsprechend sich auch da weiter orientieren. Das wird es ja auch immerhin geben, weil du wirst ja selber kennen, dass auch viele, klar, viele gehen in die Cloud, aber viele sind ja noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt eine, ich sag mal, komplette Datenlandschaft funktionierend haben. Ne? Das wirst du ja selber kennen. Und deswegen, also grundsätzlich würde ich jedem BIler erstmal empfehlen, mach das, was dich interessiert. Also der eine möchte moderner werden, der andere möchte eher klassischer bleiben, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ja, also da gibt es nicht die Lösung, wie man sich darauf einstellen muss. Ne? Es geht eher der Trend, es gibt einen Trend technologisch, es gibt immer neue Dinge, die dazukommen, die Unternehmen einführen möchten, was für viele spannend ist. Aber es gibt, glaube ich, für jeden Bereich in irgendeiner Form technologisch gesehen auch wiederum gewisse Aufgaben, ne, und Positionen. Das heißt, also niemand sollte sich verbiegen, muss sich auch verbiegen, weil das Angebot ist riesig. Und nachher muss natürlich die Kombination aus das, was man mitbringt technologisch und das, was man möchte, dann übereinbringen mit dem, was das Unternehmen sucht. Das ist nachher, glaube ich, die Schwierigkeit. Ne? Ja. Ja, okay. Ja, stellst du auch nochmal fest, dass es, also früher waren wir auch komplett auf der Suche nach Generalisten und hatten gesagt, hey, wir hätten gerne jemanden, der einfach, ich weiß mal, den kompletten ETL-Prozess plus das Frontend, plus die Modellierung, plus die Fachanforderungen und alles abdeckt. Und da merkt man einfach zunehmend, dass das schon auch schwieriger ist, dass es deutlich mehr toolgestützter ist, technologiegestützter ist, dass man halt sich auf gewisse Bereiche fokussiert hat. Und da sich auch heimisch fühlt. Also da merken wir schon, also gefühlt, das mussten wir auch lernen. Und hast du uns ja auch beigebracht, sagen wir mal so, dass wir uns da auch ein bisschen ändern müssen oder verändern müssen. Ich glaube, jedes Jahr verändert sich irgendetwas. Und aber es gibt nie ein richtig und falsch. Ne? Ich meine, es gibt, jedes Unternehmen handhabt gewisse Prozesse anders. Das heißt, der Aufgabenbereich ist manchmal kleiner, manchmal größer. Dementsprechend ist bei dem einen der Positionstitel zwar der gleiche, aber wie gesagt, das Umfeld, in dem er sich bewegt, sehr, sehr speziell. Generalist, Spezialist, ne, das ist auch eine Sache von, wie groß ist das Unternehmen, wie viel Sinn macht es auch, ganz spezialisiert zu sein, wie viel Sinn macht es auch, ganz generalistisch zu sein. Ne? Da gibt es kein richtig und kein falsch, aber ja, da macht, glaube ich, jeder eigene oder andere Erfahrung auch mit. Ja, stimmt. Aber ein guter Punkt, es ändert sich von Jahr zu Jahr. Jetzt haben wir ja, wenn man der Presse glauben mag, 2023 ein hartes Jahr vor uns. Glaubst du, das wirkt sich auch auf den Arbeitgebermarkt aus? Oder werden wir da was spüren im BI-Umfeld? Oder glaubst du nicht? Wenn du jetzt mal in die Glaskugel gucken müsstest, keine Nagel dich darauf fest, aber hast du eine Prognose dazu? Oder glaubst du, wird sich das entwickeln? Merken wir was? Merken wir nichts? Ich tue mich da immer schwer. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon mit einem anderen Kollegen mal darüber diskutiert, was wird jetzt 2023 passieren? Klar, hängt das ein bisschen davon auch ab, ne, was, wie sich jetzt die wirtschaftliche Lage entwickelt. Aber ich ziehe jetzt mal Rückschlüsse trotzdem auch auf Corona. Ne? Corona kam ja auch knallhart. Wir hatten Lockdown, wir hatten da auch einen kleinen Einbruch. Und ich bin 2020 mitten in dem Lockdown im Mai in die Selbstständigkeit gestartet. Und wir dachten auch, okay, was passiert hier jetzt? Ne? Also wird überhaupt noch eingestellt? Klar, was man sagen muss, gewisse Unternehmen haben auch einen gewissen Hiring-Freeze eingeleitet. Ne? Also gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal, was passiert. Trotzdem, wir sind mega in dieses Jahr gestartet. Also ich habe das nicht spürbar gemerkt. Ich glaube, dass, wenn es sich wirtschaftlich schlechter entwickelt, wäre meine These, dass es trotzdem noch schwieriger wird, Leute anzusprechen. Es wird sicherlich Unternehmen geben, die trotzdem noch gewisse systemrelevante Positionen besetzen müssen. Also wenn man DWH irgendwo einführt über eine Beratung und jetzt möchte man selber betreiben, braucht man vielleicht den Data-Architekten oder den Data-Engineer oder wen auch immer, um das Ganze halt eben weiter voranzubringen. Das heißt, man sucht ja trotzdem weiterhin. Die Frage ist, wie wechselbereit werden dann natürlich wiederum auch die Spezialisten, die das können. Ne? Also in Corona-Zeiten ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass auch einige gesagt haben, ich würde jetzt gerne noch mal so 1-2 Monate abwarten. Ich bin wechselbereit,
aber mir ist es auch geradezu unsicher. Das heißt, es wird eher schwieriger. Auf der anderen Seite, wenn es so bleibt, wie es ist, also auch wenn es in der wirtschaftliche Situation sich jetzt nicht so drastisch verschlechtert und weiter viele Leute einstellt, bleiben wir bei der Situation, wie wir sie aktuell haben. Also ich sehe ja jetzt nicht, dass sich der Markt ändert, weil unabhängig von der wirtschaftlichen Situation ja auch Technologien trotzdem weiterentwickeln und dementsprechend wieder neue Stellen geschaffen werden und dann wieder Leute gesucht werden, die oder wo es vielleicht nur eine Handvoll kann, was man schon gerne als Senior hätte. Ne? Und ja, ich sehe da jetzt kein, für Arbeitgeber keinen leichter werdenden Markt, was, was den Kandidatenmarkt angeht. So ehrlich muss ich sein. Ne? Okay. Ist gut. Es bleibt also hart für die Arbeitgeber, ja. Keine Glaskugel, ne? Aber natürlich, ich meine, das ist jetzt mein Erfahrungswert und ich hatte jetzt vor drei Jahren, wie gesagt, auch schon so ein bisschen was mitbekommen, mitkriegen können, was passiert, wenn es mal kurzfristig eng wird. Und da hat sich auch nicht so viel getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also in meiner Brille definitiv nicht. Also kann sein, dass da andere Leute andere Erfahrungen mitgemacht haben oder auch machen werden. Es gibt immer Bereiche, die einfacher zu besetzen sind. Ja, ich sag mal auch, mein Horizont oder meine Erfahrung sagt mir, dass gerade im Analytics-Bereich, Data Scientist, sehr viel Nachfrage noch da ist, auch proaktiv von Kandidaten kommt, als im klassischen DWH oder auch in der Softwareentwicklung. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, der auch in Anführungsstrichen einfacher noch zu besetzen ist. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch gespannt. Ich kann es auch noch nicht abschätzen. Vielleicht ein Punkt, der noch ganz interessant ist zu erwähnen. Ich meine, das Thema auch damit verbunden, dass wir ja diesen Bewerbermarkt haben, das Gehaltsgefüge, ne, Gehaltsthematiken. Ja. Ich meine, man hat ja auch oft diese Diskussion gehabt, okay, jetzt die Leute wissen, was sie wert sind, sie verlangen jetzt auf einmal deutlich mehr und es gibt natürlich Unternehmen, die diese Löhne nicht mitgeben kann. Wenn jemand vielleicht ein Jahr Erfahrung hat und sagt, ich möchte jetzt 80.000 Euro verdienen. Ja. Ne? Das ist die Frage, worauf ist das zurückzuführen? Ne? Und ich glaube, das Problem ist, es gibt immer Unternehmen, die gewisse Löhne oder gewisse höhere Löhne bezahlen werden, aufgrund der Thematik, dass sie wissen, okay, wir haben jetzt hier vielleicht jemanden, der kann es noch nicht perfekt, aber volles Potential, da gehen wir mit. Leute vergleichen sich. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal in den Köpfen von vielen drin, um da mehr zu pokern. Auf der anderen Seite muss man auch gleichzeitig wieder auch Unternehmen nochmal so ein bisschen an die Hand nehmen, warum steht die Gehaltsangabe nicht in Stellenbeschreibungen drin? Ne, um da auch nochmal auf diese erste Thematik zurückzugreifen. Ne? Also wenn Unternehmen, glaube ich, auch transparenter wären in dem Bereich, welche Range sie angeben, nicht, dass sie sagen, wir müssen jetzt das Höchste zahlen, kann man sicherlich auch, ich sag mal, den einen oder anderen für sich gewinnen und zu sagen, okay, pass auf, das ist bei uns hier möglich und da bewegen wir uns, nachher schauen wir, wo du natürlich landest, aber es sollte von vornherein, glaube ich, für beide Seiten sehr transparent sein, wo will man hin. Dass sich Gehaltswünsche steigen, so kann man es ja sagen, ist, glaube ich, dem Markt geschuldet und das ist wie bei jedem anderen funktionierenden Markt, wenn es halt eben Ungleichgewicht gibt. Irgendjemand hat halt eben mehr Druck, den er ausüben kann. Das heißt, also das Gehalt sollte dann mal nicht auf der Webseite stehen, habe ich das richtig verstanden? Sollte. Doch, okay. Ich finde auf jeden Fall. Also man sollte es transparent machen. Weil wie gesagt, angenommen, ich möchte 90.000 Euro verdienen und ihr bietet halt maximal nur 80, dann können wir uns die Zeit alle sparen. Also wenn ich das wirklich, ne, wenn ich das, auch wenn ich nur ein Jahr Erfahrung habe und möchte das haben und das ist halt mein Wunsch, dann macht es ja keinen Sinn, auch egal wie sympathisch man sich am Ende ist. Und auf der anderen Seite, man sollte von diesem Denken weg, dass die Leute trotzdem pokern. Also wenn man angibt, man zahlt vielleicht bis 80.000 Euro für eine Position, im besten Falle natürlich, ne, in der obersten Grenze, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass jeder vielleicht dahin pocht. Klar, die Gehaltsfunktionen steigen, viele pokern auch, muss man sagen, weil sie einfach den Marktwert wissen, aber viele haben auch aktuell schon gutes Gehalt. Die gut sind, verdienen gut. Auch wenn sie nur ein Jahr Erfahrung haben. Und ob man es wert ist, muss immer derjenige entscheiden, der sie einstellt. Ne? Das klar, ist, keine Frage, das kommt immer auf den Einzelfall. Aber das ist auch nochmal sehr schwieriges oder ein interessantes Thema, was da jetzt auch noch kommen wird, wenn sich der Markt nicht verändert oder weiter vertieft. Wie ist es denn, das würde mich einfach jetzt mal persönlich interessieren, wenn du jetzt vom Unternehmen beauftragt wirst und du sagst, wir hatten ja gerade die 80.000, glaube ich, hast du ja genannt, und du kommst zum Kandidaten, ich spreche darüber und der sagt dann zum Beispiel, ja, pass auf, ich will drüber, also jetzt nicht vielleicht die 90.000, ich will 82.000, sage ich jetzt mal. Merkst du dann, dass das schon eher so ein Stein gemeißelt ist oder ist das dann eher, oh, okay, jetzt haben wir den Betrag genannt, aber die Technologie ist wirklich sehr interessant, vielleicht bin ich nochmal kompromissbereit oder ist im Endeffekt doch das Gehalt dann
soll ich sagen. Das Zünglein an der Waage, darauf kommt es an. Ja, das Schöne ist ja erstmal daran, dass die meisten Leute nicht monetär getrieben wechseln wollen. Klar, jeder möchte irgendwie vielleicht einen Obolus und drauf und sagt, okay, ich möchte mich irgendwie jetzt nicht noch ein bisschen verbessern vielleicht. Wenn man, die meisten wollen sich zumindest nicht verschlechtern. Und dann kommt es ja darauf an, wie groß ist das Wechselinteresse. Aber ich würde persönlich sagen, dass wir sind immer sehr transparent. Das macht ja keinen Sinn. Also ich verhandle mit Kandidaten nicht, aber ich sage ihnen auch realistisch, wie es aussieht. Und natürlich, meine Aufgabe ist auch ein Stück weit fachlich schon vorab zu fühlen, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht. Also das, ob ist jemand wirklich 80.000 Euro wert, will ich nicht so beantworten. Aber ich weiß ja, was gesucht wird, was bringt derjenige mit. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, gut, klar, ich möchte 82, dann sage ich ihm, wie es ist. Natürlich kann man auf der anderen Seite auch genauso mit dem Fachbereich sprechen. Mensch, pass auf, das ist der Punkt. Wir haben hier jemanden, das ist so sein Minimum. Wenn das wirklich sein Minimum ist, ansonsten spricht man vorher drüber. Entweder kommt dann überhaupt ein Gespräch zustande. Aber ich glaube, wenn Gehaltsthematik von vornherein schon nicht zusammenkommen, dann braucht man auch nicht ins Gespräch gehen. Das kann man schon erfüllen, aber auch da, man guckt den Leuten nur vom Kopf. Ne? Ich meine, wir haben es ja auch schon mal, da haben sich Gehaltswünsche einfach mal schlagartig in Prozessen auch geändert. Das, ne? Also, das kann man nicht sehen, aber ja, es wird immer ein Thema bleiben. Das ist ganz klar, aber es ist nie in Stein gemeißelt, es sei denn, jemand sagt, es ist so. Aber dann kann man auf den Prozess, braucht man nicht starten. Aber das ist natürlich auch beidseitig. Ne? Auch wenn derjenige halt die Obergrenze von 80.000, sag ich jetzt mal, als Arbeitgeber festgesetzt hat, ist da ja vielleicht auch Spielraum. Klar, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, ist ja schon wildes Umfeld. Also definitiv. Aber auch spannend. Ne? Also vor allem, man merkt auch, dass man auch sehr viel tun kann und sehr viel Spielraum auch hat, auch wirklich. Also Recruiting ist ja nicht einfach nur irgendjemand anschreiben. Recruiting ist mehr. Recruiting ist Content. Recruiting oder auch spezifisches Recruiting für gewisse Themen heißt, man muss sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen, was will sie, was ist deren Motivation, wie gesagt, BI, sehr viel Technologie getrieben natürlich, aber auch alle anderen Punkte, Unternehmenskultur muss man transportieren, und da kann man natürlich auch, ich sag mal, aus Marketing-Sicht, um das mal so oft zu beschreiben, auch sehr viel machen, und das macht das Umfeld auch spannender, als es ist, aber auch herausfordernder. Ja, natürlich, klar, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also, Dankeschön auf jeden Fall, Stefan. Und gerne. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was würdest du jetzt einfach nochmal, natürlich aus Sicht des Arbeitgebers, wir haben ja viele, die auch aus der Sicht hier zuhören, was würdest du ihm nochmal mitgeben? Einen wichtigen Kernpunkt, den hatten wir wahrscheinlich schon gesagt, aber was würdest du nochmal sagen als Quintessenz? Was ist besonders wichtig, um gute Leute einfach am Markt zu kriegen in der jetzigen Situation? Jetzt abspeichern. Das Fazit. Ich glaube, das Wichtigste ist, dieses Mindset zu verstehen, dass alles auf Augenhöhe passieren muss. Dass man aber auch gleichzeitig den Recruiting-Prozess anpassen sollte auf einen schlanken Prozess für eine gute Candidate Experience. Das ist ja nochmal so ein Schlagwort. Das heißt, jemand, der von Anfang bis Ende, von der Stellenbeschreibung bis zur Vertragsunterzeichnung einfach auch gut da durchgeführt wird. Ne? Also natürlich muss man fachlich überprüfen, ob jemand passt. Aber es bringt ja nichts, wenn du jemanden als Arbeitgeber gut findest, der nachher sagt, irgendwie hat mir ein paar Dinge haben mir jetzt hier gefehlt oder es hat irgendwie nicht gefunkt. Ne? Und ich glaube, das impliziert einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe, eine transparente Kommunikation auf allen Ebenen, von Gehalt bis zur Aufgabe, dass man da wirklich schaut, was können wir wirklich bieten, Erwartungsmanagement. Und wie gesagt, der Markt hat sich geändert. Dieses Bewusstsein muss man halt haben und seine eigenen Aktivitäten von HR über Fachbereich dem Ganzen anpassen. Und ich glaube, das ist so die Grundbasis für ein erfolgreiches Recruiting, gerade auch in der BI-Welt, die natürlich auch sehr konkurriert auf Kandidatenebene. Alles klar. Ja, vielen Dank. Also wir werden auf jeden Fall dein Profil, wenn wir dürfen, LinkedIn, Xing oder Website auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das heißt, sollte jemand Interesse haben und sagen, hey, das klang jetzt so gut, was Stefano gesagt hat, vielleicht gibt es ja da auch noch jemanden, der da mit dir nochmal dich nochmal anheuern möchte oder noch mehr erfahren möchte, nehme ich an, dürfen sie gerne auf dich zukommen einfach. Gerne, gerne. Gerne, gerne. Ich bin für jeden Kontakt offen. Das klingt doch super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe mich da ganz gut geschlagen und bin gespannt. Ja, das war doch perfekt. Ich danke dir. Alles klar. Michael. Dann macht es gut und bis demnächst. Bis dahin. Ciao. Ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Musik
mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.